Hallo, mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, einige unter euch wissen ja, dass ich seit 2 Jahren ein Tattoo auf meinem rechten Oberschenkel habe, das ich allerdings nicht mehr so cool finde. Und mir gedacht habe, ey, ich möchte das weglasern lassen. Das passt super, weil ich bin Laser, Luca. Übrigens ist dieses Video hier nicht bezahlt. Mehr Leute als jemals zuvor haben aktuell Tattoos. Und deswegen habe ich auch dementsprechend viele Nachrichten erreicht, wie das war mit den Schmerzen, wie so eine Laserbehandlung abläuft. Deswegen dachte ich mir, ich reagiere da jetzt einfach mal gemeinsam mit euch drauf. Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, der sich ein Tattoo bei uns entfernen lässt. Viele werden ihn kennen. Es ist Laser Luca. Herzlich willkommen. Hi. Mit Hai. Das sind zwar bei dir dünne Linien am Oberschenkel, aber viele haben jetzt so die Vorstellung, so eine Linie oder müsste schneller weggehen als irgendwie eine Fläche. Mhm. Wir werden aber hier nur an der oberen Schicht erstmal die Farbe zertrümmern können und müssen deswegen auch immer die 8 Wochen dazwischen warten. Ja, das ist schon mal Fakt Nummer 1. Tattoo weglasern geht nicht so schnell wie Tattoo stechen lassen. Wo du halt hingehst, dann machst du irgendwie, keine Ahnung, Schriftzug dauert 5 Minuten, bist durch. Lasern ist ein Ablauf, das dauert auch irgendwie 5 Minuten, sowas wegzulasern. Aber da muss man 8 Wochen warten, dann muss man es wieder machen, wieder 8 Wochen warten, wieder machen. Also ich glaube, wir haben das so aus dem Kopf raus bei dir, glaube ich, auf 10 Sitzungen geschätzt mit unserem Kalkulator. Ich weiß nicht mehr genau. Das Bild hier sagt alles, sein Blick und dann ich, ja, keine Ahnung. Wenn wir da nicht lang genug warten, also wir machen extra 8 Wochen, dann kommen wir nicht so gut auf die tiefere Schicht, die dann zertrümmert werden soll. Ergibt's dann. Ja, ergibt's dann. Also ich meine, ja, es ergibt ja auch Sinn, aber genauso war ich halt auch im Physikunterricht die ganze Zeit. Hm. Molekularteilchen, Pi mal 8. Ja, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Also es geht ja darum, dass wir möglichst wenig Sitzungen machen. Und ich glaube, du bist auch ziemlich entspannt, was die Schmerzen angeht, ne? Ja, also ich meine, das ist jetzt meine erste Sitzung, ne? Ich weiß nicht, wie entspannt ich da sein werde, aber... Ja, das kann, also zu dem Zeitpunkt konnte ich es halt noch nicht beurteilen, ne? Natürlich denkt man sich ein bisschen so, okay, Schmerzen irgendwie deutlich krasser als bei Tattoo-Stechen. Aber ihr seht ja gleich mal, wie ich das ausgehalten habe hier, ne? Warum spanne ich meinen Bizeps an? Du kannst da ruhig Pause sagen und Stopp, wenn dir das zu viel ist. Ja, ich zieh das durch. Ich bin damit zum Selbstvertrauen reingegangen. Noch nie das gemacht, aber na, komm, ja, mach einfach. Ich schaff das schon. Theoretisch kann es dazu kommen, dass die Pigmente auch aus der Haut rausgeschossen werden. Da kann es zu hellen Flecken kommen. Oder wenn man vor allem in die Sonne geht, kann es zu dunklen Flecken kommen. Ey, sorry, dass ich die ganze Zeit lache. Aber ich musste mir so das Lachen verkneifen in der Situation, ne? Ich sitze da hinter mir 2 Jungs mit der Kamera, rechts und der Leiter vom Studio, vor mir eine Ärztin, informiert mich so über eine Laserbehandlung. Ich so, ja, ergibt Sinn, ja. Ich kann nie ernst bleiben in solchen Situationen. Gibt's noch Fragen? Nö, alles super. Ey, ich glaube, die dachten auch, der Typ, ne? Gar keine Ahnung, hat keine Fragen, sagt der, packt das schon, ja, komm, jetzt geht's auf jeden Fall dann los mit dem Lasern. Das ist das Tattoo, du guckst dir das nochmal kurz an. Ich sitze. Ey, ich find's, sorry, ich weiß nicht, ob nur ich das so lustig finde, aber ich find's immer so stumpf, mir Videos von mir selbst anzuschauen, die aber nicht ich selbst geschnitten habe und hier hochgeladen habe, sondern sowas wie hier. Wo ich da sitze auf so einer Liege, mit Hose runtergezogen. Wir haben auch so, ich war ja mal bei Kai Pflaume, der hat ja mal einen Tag mit mir verbracht vor einem Jahr oder irgendwie so. Da habe ich auch noch nie auf das Video reagiert, weil das wäre die ganze Zeit so, ich wäre nur am Lachen. Genau. Ich sitze einfach ohne Hose. Ja, so ein bisschen nah fühlt man schon, aber jetzt nichts, was mich stören würde. Ich bin... Desinfizieren das? Ich pack noch mal mit meinen Händen gerade vom Fahrrad gekommen da drauf. Ja, du müsstest eine Brille aufsetzen. Ey, diese Brille sieht so geil aus. Guckt euch das mal an. Wir alle. Warte. Guck mal, wie ich aussehe! Absolut Laser! So. Von der Bräune her ist in Ordnung, oder? Kennt ihr das? Wenn man vor der Klausur einfach nur sich so dachte, ja, ich stelle doch mal irgendeine Frage, dass der Lehrer denkt, ich habe auch eine Frage, aber du weißt gar nicht mehr, was du fragen sollst. Oder weiß nicht mehr, ob die Bräune da was mit zu tun hat. Ich sitze einfach nur so, ja, ich frage jetzt mal was, wovon er dann denkt, dass ich bestimmt zugehört habe und Ahnung davon habe. So, wir haben immer noch so Stressbällchen. Jo, das war krass.
Dann hat er mir diese Bälle in die Hand gegeben, meinte nur so, ja, wenn es weh tut, einfach die Bälle drücken. Ihr seht ja, das ist gleich meine Schmerzen. Pass auf, ich mache jetzt einen Punkt, das zwiebelt ein bisschen. Ja, mach. Warte, Moment, der muss nochmal hochfahren. Was ist, wenn ich irgendwie so zucke oder so? Ist alles das schlimm? Nicht schlimm. So, Achtung. Ach so, ja, okay, entspannt. Da hat er erstmal nur einen Punkt gemacht. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, ja, okay, Digga, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Der fährt dann halt das ganze Tattoo ab. Die einzige Herausforderung für einen Behandler ist, dass man während der Behandlung, dass die Stelle richtig gekühlt wird, ne? Also wir haben ja in einer Hand das Kühlgerät. Dieses Bild beschreibt das komplette Video. Er erklärt irgendwas und ich höre gar nichts und denke so, er zwölft schon ein bisschen. Es ist wirklich wie so ganz, 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 ganz kleine Mikronadeln, die man in die Haut gerammt bekommt mit einer extremen Geschwindigkeit. Ja. Also, no joke, genauso habe ich es halt auch gefühlt. Das war einfach wie so, kennt ihr diese Stifte, die so vier Stifte gleichzeitig da drin, warte, ich habe sogar einen hier. Die hatte man früher mal in der Schule, da konnte man dann so verschiedene Farben auswählen. Konnte dann so sagen, so zack, ich will jetzt die Farbe oder zack, ich will jetzt die Farbe. Wenn alle diese vier Dinger, die da drin sind, auf einmal so mit so einer Geschwindigkeit, also mit tausendfacher, keine Ahnung was, Geschwindigkeit so in deiner Haut und so ganz klein, so fühlt sich's an. Dann auch noch eine Betäubungssalbe, die müssen die Leute aber selbst drauf machen, weil die muss eine Stunde einwirken, ne? Ja, das habe ich halt nicht gemacht, weil ich bin hart im Nehmen. Ja, Respekt. Guck mal, du konntest noch mit mir reden, ne? Ach, das war's? Das war's, ja. Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Ich dachte, der geht jetzt irgendwie fünfmal darüber. Der ist nur einmal kurz darüber gegangen. Das war wirklich eine Sache von anderthalb Minuten, diesen Dreizeiler da bei mir da irgendwie zu lasern. Kann ich auch abnehmen, die Brille. Ja, jetzt kannst du abnehmen. Du hast die Farbe zertrümmert. Und es sieht jetzt so schön hell aus, aber das ist eine... Ich bin einfach fünf. Und dann kommen wir an die tiefer liegende Schicht und so weiter. Aber es ist ja echt interessant, dass der Laser dann sagt, okay, ich erkenne, wo ein Tattoo ist oder wo gestochen wird und nur das wird angegangen quasi. Wow, ey, ich bin so ein Vollidiot. Also ja, ich habe es richtig gesagt, aber ich wiederhole dann einfach nur das, was er gesagt hat, um halt... Das ist genauso wie im Unterricht, wenn sich so zwei Leute melden, dann meldet sich der Erste und deine Antwort war eigentlich falsch gewesen. Du checkst dann, dass seine Antwort richtig war und dann wirst du auch noch dran genommen und sagst, ja, ja, ich wollte das Gleiche auch nochmal sagen. Und der Spot bei dem Gerät wird in 10 Mal pro Sekunde gesetzt, ja? Das heißt, du hast relativ schnell auch größere Tattoos abgefahren. Ja, ist ja echt abgefahren. Ich weiß noch, den hat im ganzen Raum, da standen 4 Leute noch, ne? Hat niemand den Joke gecheckt. Ich so, boah, ist ja echt abgefahren, wie schnell man so ein Tattoo abgefahren hat. Und er hat ihn auch nicht verstanden. Ja, wie war's für dich? Angenehm wäre gelogen, auf jeden Fall. Also es hat schon leicht gezwirbelt, aber jetzt nicht mehr, als ich irgendwie gedacht hatte. Also es ist vergleichbar mit den Schmerzen, die man hat, wenn man das Tattoo gestochen bekommt. Ja, es war so ein bisschen doller war es schon. Also ich will ja auch meine ehrliche Meinung hier sagen. Wir quatschen da jetzt nur noch mal kurz, fassen das so ein bisschen zusammen. Ich habe euch das komplette Video natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Von mir auch nochmal an euch hier ganz transparent, das, was ich auch schon zu Beginn gesagt habe. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Ich muss dieses Video hier nicht machen. Er hatte mich gefragt, ob es okay ist, dass er das so ein bisschen kameratechnisch begleitet. Dann habe ich halt gesagt, ja, okay, von mir aus völlig in Ordnung, weil das ja dann auch für mich nur heißt, ey, die wollen das präsentieren. Das heißt, die geben sich wahrscheinlich echt sehr viel Mühe dabei. Für mich war es eine super coole Erfahrung. Ich kann aber erst sagen, ob der Laden jetzt gut ist oder nicht, wenn das Tattoo halt weg ist. Also in einem Jahr mache ich dann vielleicht nochmal so ein Video. Aber mich haben halt extrem viele von euch bei Instagram angeschrieben, meinten nur so, ey, ich habe auch ein Tattoo oder meine Tochter oder mein Sohn und bla und dann dies und das und bla, kannst du es empfehlen? Dies, das, auch Freunde von mir, ey, wie war's? Bla, bla, erzähl mal. Deswegen, ja. Bitte für die Info. Wir sehen uns morgen im neuen Video wieder. Ciao.